In einem Video verkündete Prinzessin Kate Mitte März eine erschütternde Nachricht. Bei ihr wurde Krebs festgestellt. Die Diagnose kam als ein riesiger Schock für uns alle, berichtete sie von der Diagnose. Kate befindet sich jetzt in Behandlung und erhält dafür Unterstützung von Fans weltweit. Auch einige Promis drücken ihre Genesungswünsche aus. Hollywood-Star Jamie Lee Curtis postete schon vor Kates Videozeilen auf Instagram. In ihrem Post wandte sie sich gegen die Menschen, die Verschwörungstheorien rund um Prinzessin Kate in die Welt setzten. Sängerin Halsey verurteilte ebenfalls die Menschen, die zuletzt wild zu Kate spekulierten. Ein Star, der sein Bedauern für den öffentlichen Umgang mit Kate ausdrückt, ist Blake Lively. Catherine Zeta-Jones hat selbst Erfahrung darin, einen nahestehenden Menschen, der an Krebs leidet, zu unterstützen. Deine Stärke und Anmut kann nichts zerstören. Ich denke an dich, postete sie in den Kommentaren von Kates Video. Olivia Munn meldete sich nach Prinzessin Kates Diagnose ebenfalls zu Wort. Munn hatte erst kürzlich ihren eigenen Kampf mit dem Krebs publik gemacht und musste sich wegen der Krankheit einer doppelten Mastektomie unterziehen. Shannon Doherty kämpft ebenfalls gegen den Krebs. Die Schauspielerin leidet schon seit Jahren unter der tückischen Krankheit. Ich bewundere deine Stärke während dieses endlosen Medienansturms, während du gegen den Krebs kämpfst. Ganz schön viele starke Frauen stehen also hinter Prinzessin Kate und unterstützen sie in ihrem Kampf gegen den Krebs.